Aber es ist ja nun so, dass auch Verschwörungsgläubige oder UFO-Fans oder andere mit Beweisen ankommen oder zumindest mit dem, was sie für Beweise halten, mit Fotos von Kondensstreifen oder mit geheimen Regierungsdokumenten oder womit auch immer. Und deshalb ist unser erstes Thema heute Nachmittag die Frage, wie man denn nun eigentlich Wissenschaft von Unsinn unterscheiden kann. Und dazu haben wir jemanden eingeladen, der genau unter diesem Motto Wissenschaft und Blödsinn eine regelmäßige Kolumne schreibt bei Future Zone in Österreich. Dr. Florian Aigner ist in der Tat Quantenphysiker an der TU Wien und Wissenschaftserklärer. Das heißt, wir hoffen, er erklärt Ihnen jetzt genau Wissenschaft, hat auch ein Buch über den Zufall geschrieben, das Sie wahrscheinlich hier am Buchstand erwerben können, natürlich. Und er hat auch noch mitgebracht Herrn Dr. Martin Moder, Molekularbiologe und Science Slam Europameister, auch Autor mit Treffen sich zwei Moleküle im Labor. Jetzt treffen sich zwei Skeptiker auf der Bühne, Martin und Florian. Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Tag. Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier sein dürfen. Wir möchten nur zu Beginn gleich eine Sache loswerden. Es hieß ja eigentlich, wir sollten erklären, was kritisches Denken, skeptisches Denken ist. Das werden wir aber jetzt nicht machen. Ja, wir haben uns das lange überlegt und sind zum Schluss gekommen, dass heute wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt wäre, um bekannt zu geben, dass wir eigentlich keine Skeptiker mehr sind. Ja, die Sache ist die, halt. Ich sage es nicht ungenau, aber die Sache ist halt die, dass wir mittlerweile eine spirituelle Bewusstseinsebene höher sind. Also höher als Sie alle, tut uns leid, ist ja, so. Eigentlich sollten wir zu sowas auch stehen. Mhm. Und es geht uns seither auch viel besser. Also mir hat meine Astrologin erklärt, dass mein Kontostand sich ganz schlecht verträgt mit meinem Aszendenten. Und jetzt nach 28 Therapiesitzungen hat sie mein Geld und ich fühle mich total erleichtert. Und na, zu ihr passt das Geld auch besser, weil sie ist Stier mit Aszendent Sparschwein. Und ich habe dafür jetzt immer meinen Energiekristall mit dabei. Ich habe mir den Baum des Lebens tätowieren lassen. Nein, Martin, stopp. Martin, wir haben das fünfmal besprochen. Du musst nicht jedes Mal auf der Bühne dein Wurzelchakra herzeigen. Die Leute wollen das nicht sehen, ja? Überhaupt vor diesem Publikum. Das sind lauter Skeptiker. Ja, süß irgendwie, oder? Lauter Leute, die noch an wissenschaftliche Fakten glauben. Gut, dass wir das jetzt hinter uns haben. Ja, es war total schwere Zeit damals, als wir noch Skeptiker waren. Aber ich habe deswegen sogar meine Freundin damals verloren. Ach, deswegen? Wirklich? Ja, ja. Das war, wir sind im Bett gelegen, alles super. Auf einmal sagt sie, Martin, du bist der großartigste Mann der Welt. Oh, weh. Total. Ich sage zu ihr, bitte, diese Aussage ist wissenschaftlich vollkommen unhaltbar. Ja? Bei 4 Milliarden Männern auf der Welt ist das eine absolut nicht zulässige Extrapolation der Daten. Wie groß ist deine Stichprobe, habe ich gesagt. Das will man manchmal gar nicht so genau wissen. Ja, zumindest eine doppelblinde Untersuchung hätte ich mal erwartet. Doppelblind ist ganz wichtig bei Skeptikern, deswegen schalten die meisten Skeptiker beim Sex auch immer das Licht aus. Hm. Andererseits, wenn es dich sehen konnte, hat sie sich vielleicht wenigstens rechtzeitig Gedanken gemacht über das Fehlerfortpflanzungsgesetz. Von einem theoretischen Physiker lasse ich mir sicher nichts über Fortpflanzung erzählen. Du bist jetzt ganz leise, ja? Ich war nicht der von uns beiden, der da bei der Esoterik-Messe gemeint hat, der muss sich jetzt unbedingt das Wurzelchakra vergrößern lassen, per Hand auflegen. Ja? Du hast gesagt, dass das niemand erfährt. Ja. Auf jeden Fall bin ich froh, dass wir es hinter uns haben, es war echt eine schwierige Zeit. Ja, Skeptiker, die sind ja immer so genau. Ja? Das sind diese Leute, die jeden Witz 20 Mal erzählen, um statistisch analysieren zu können, ob er lustig ist. Die statt Schinken immer Kantwurst essen, weil man da den Flächeninhalt leichter berechnen kann. Und die schon als Kind 5-mal auf die Herdplatte gegriffen haben, weil sie wissen wollten, ob die Brandblasen replizierbar sind. Mhm. Gut, aber mit Kindererziehung ist das überhaupt schwierig. Man weiß ja nie, ob die Erziehung greift. Wegen dem geben auch Skeptiker meistens eins von ihren Kindern auf die Waldorfschule. Ach, wieso? Als Negativkontrolle. Ah. Das ist sinnvoll, ja. Aber ja. Die meisten Skeptiker
kriegen sowieso keine Kinder, weil die beschäftigen sich zuerst jahrelang mit den wissenschaftlichen Fundamenten der Kindererziehung und rechnen Analysen und Studien nach. Und wenn sie damit dann fertig sind, dann sind sie Mitte 90 und das Pflegepersonal im Altenheim sagt, jetzt dürfen sie keine Kinder mehr machen, weil ab 20 Uhr ist Bettruhe. Ja, also evolutionär betrachtet ist Skeptiker sein einfach keine stabile Strategie. Ja, das kritische Denken, das stirbt aus, natürliche Selektion. Mhm. Bei den Esoterikern ist das genau umgekehrt. Ich war letztens in der Buchhandlung, da habe ich ein Buch gefunden, das gerade extrem boomt in Esoterikkreisen, und zwar spirituelle Empfängnisverhütung. Ja. Und wenn es nicht funktioniert, dann überweist man monatlich einen Cent und nennt es homöopathische Alimente. Mhm. Ja. Na, bitte überlegen Sie sich mal, was das bedeutet. Die Skeptiker sterben aus. Ja? Wenn ein Esoteriker sich fortpflanzen will und auf der Partnersuche ist, hat er immer einen super Anmachspruch, indem er einfach nach einem Sternzeichen fragt und dann sagt man, das passt ja super zu meinem. Und wer dann erfolgreich ist, dann landet er im Bett und verhütet spirituell. Was macht ein Skeptiker, wenn er sich wen aufreißen will, sagt er, du, wenn ich dich sehe, ist der Aufwärtstrend in meiner Hose so signifikant, dass P gleich 0. Das kritische Denken stirbt aus. Im evolutionären Kampf wird sich immer der Esoteriker durchsetzen. Ja, und auch die Kinder von den Esoterikern sind einfach besser. Da sind sehr viele Indigo-Kinder dabei. Indigo-Kinder? Indigo-Kinder, die sind hochbegabt. Also besonders klug? Mehr so feinstofflich hochbegabt. Ah. Also in der Schule sind sie eher schlecht und unkonzentriert, aber sie können telepathisch Kontakt aufnehmen mit Engeln und Feen. Und wer gelernt hat, mit dem dritten Auge zu sehen, der erkennt diese Kinder an ihrer indigoblau strahlenden Aura. Hm. Naja, kein Wunder, dass schlecht in der Schule sind, wenn sie den ganzen Tag blau sind. Haben wahrscheinlich Ritalin mit Papa sein LSD verwechselt. Na schau, das hat einen Sinn. Ja, die sind auf die Erde geschickt worden, um ein neues Zeitalter für die Menschheit einzuleiten. Ein Zeitalter von Toleranz, Liebe und Frieden. Hm. Ja, deswegen auch klassische Indigo-Kinder wie Donald Trump, Kim Jong-un, Mario Barth, ja. Liste ist endlos. Na, aber Sie kennen das alle, es gibt manchmal so grauenhaft unsympathische Kinder, ja? So richtige Kindergarten-Dschihadisten, die den Kanarienvogel im Staubsauger verstecken und die blauen Pillen vom Papa den Nachbarkindern in die Nase schieben, bis keine mehr reinpasst. Und früher hat man in solchen Fällen gedacht, man hätte vielleicht in der Erziehung irgendwie was falsch gemacht. Und heute weiß man es besser, heute sagen die Eltern, ich habe ein Indigo-Kind und davon können sie einander dann stolz erzählen, wenn sie einen grünen Bio-Detox-Smoothie trinken gehen am Prenzlauer Berg. Hm. Und alle sind glücklich. Ja, halt bis auf die Lehrer, die sich den ganzen Tag mit den indigo-blauen Kindern herumärgern müssen. Gut, für die gibt es einen homöopathischen Notfalltropfen. Mit Homöopathie haben wir uns auch sehr intensiv beschäftigt. Die ist ja von der Wissenschaft noch immer nicht restlos anerkannt. Ja, ist eigentlich ein Skandal. Ja, vielleicht muss man da kurz das Prinzip hinter der Homöopathie erklären. In der Homöopathie bekämpft man Beschwerden mit dem, was die Beschwerden eigentlich verursacht, nur halt in extrem verdünnter Form. Ja, das heißt, wenn Sie am Weg daher jetzt zum Beispiel in einen Hundshaufen gestiegen sind und jetzt sind Sie umgeben von so einer dezenten Wolke aus Scheiße-Duft, ärgern Sie sich nicht, aus homöopathischer Sicht ist das ein super Mittel gegen Durchfall. Wir haben uns auch überlegt, Salz macht ja durstig. Ne? Das heißt, wenn man eine winzig kleine Menge Salz auflöst in sehr viel Wasser, dann muss das Durst löschen. Und das haben wir probiert, das funktioniert wirklich. Hm. Und das war für uns dann der Punkt, an dem wir gesagt haben, Wissenschaft lohnt sich nicht mehr, die Fakten hatten historisch ihre Chance, aber heute ist es einfach Zeit für die alternativen Fakten, die sind einfach stärker. Hm. Ja, und vor allem gibt es einfach viel mehr alternative Fakten als Fakten, weshalb aus statistischer Sicht mehr alternative Fakten als Fakten faktisch korrekt sind. Hat er sehr lange geübt, der Martin, bis er den Satz fehlerfrei rausgebracht hat. Ich glaube, das verdient jetzt auch ein bisschen Anerkennung. Na, aber es ist wirklich so, und Donald Trump zeigt uns ja, dass man auf Fakten vollkommen pfeifen kann und trotzdem zum mächtigsten Mann der Erde werden kann, zum amerikanischen Präsidenten. Mhm. Wahrscheinlich sogar zum historisch bedeutendsten amerikanischen Präsidenten, weil er wahrscheinlich der Letzte ist. Ja. Für mich persönlich, das Allerwichtigste ist allerdings, dass der freie Markt ja am Ende entscheidet, wer Recht hat. Und da sieht die Sache eindeutig aus. Die Esoterikbranche allein in Deutschland macht einen Jahresumsatz von über 20 Milliarden Euro. Und zum Vergleich, die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft hat ein Jahresbudget von 1,7 Milliarden. Also wer hat jetzt gewonnen? Und ich meine, für das Monatsgehalt von so einem kleinen Wissenschaftler im Labor holt ein richtiger Wunderheiler nicht mal sein goldenes Reisekruzifix aus dem Helikopter. Mhm.
Deswegen würde ich sagen, schließen wir die Universitäten. Forschungsergebnisse werden nur mehr gechannelt und publiziert ausschließlich im Horoskop von der Bild-Zeitung. Sollte funktionieren. Ja. Na, ja. Bei diesen Dingen kann man auch sehr viel lernen von meinem persönlichen großen Idol, dem Peter Popov. Aber wer ist Popov? Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Na, der war ganz groß in den USA als Fernsehprediger. Ah, ich mag Fernsehprediger. Kann man sich in der Unterhose hinsetzen, sich mit einem kühlen Bier in der Hand das Seelenheil reinziehen. Wenn ich das in der Kirche mache, schauen Sie mich immer total blöd an. Na, und Popov, der stand ja in direktem Kontakt mit Gott. Und deswegen konnte er immer genau sagen, an welchen Krankheiten die Leute litten, die zu ihm in die Show kamen. Und der große Zauberkünstler und Skeptiker James Randi hatte dann die Idee, sich mit einem Funkempfänger ins Publikum zu setzen und konnte dann nachweisen, dass von hinter der Bühne jemand ihm per Funk die Krankendaten durchgibt, die die Leute vorher abgegeben hatten. Was, Gott ist bei Popov hinter der Bühne gesessen und hat gefunkt? Es war jetzt nicht Gott im klassischen Sinn, es war die Frau von Popov. Es war dann ein Riesenskandal und Popov musste Konkurs anmelden. Ja, der ist dein Idol. Ja, pass auf. Ein paar Jahre später kommt Popov zurück, hält wieder vor laufender Kamera Leute, macht dieselbe Sache nochmal. 2005 nimmt er 23 Millionen Dollar ein. Danach weiß man es nicht mehr genau, weil er seine Firma dann in eine Kirche umgewandelt hat, aus steuerlichen Gründen. Aber sag mir, wer außer Popov hat die Eier, vor der ganzen Welt als Lügner überführt zu werden und dann dieselbe Sache beinhart nochmal durchzuziehen? Das ist echter Mut. Ja? Dagegen ist Chuck Norris ein Warmduscher. Und meine Damen und Herren, ich glaube, in diesem Punkt können wir alle ganz viel lernen von Popov. Ja? Wenn Sie etwas richtig Wichtiges in den Boden fahren, wenn Sie vielleicht auf einer Bohrinsel mal nicht aufpassen und den Golf von Mexiko schwarz einfärben, oder wenn Sie zum Beispiel Projektmanager vom Flughafen Berlin sind, scheißegal, sagen Sie einfach, ich mach's wie Popov, ich ziehe das jetzt durch, es kümmert mich einen Dreck, was die anderen Leute sagen. Großartig. Und genau die Geisteshaltung vermisse ich total bei den Skeptikern. Ja? Da zählt es noch immer als uncool, wenn man Scheißdreck erzählt. Ja. Weil man den Popov ja nicht immer dabei hat, habe ich so für unterwegs auch ein ganz tolles Produkt gefunden. Das möchte ich jetzt auch noch zeigen. Das ist ein Einhornspray. Hm. Den sprüht man sich direkt in die Aura. Und damit nimmt man dann Kontakt auf mit dem kosmischen Rat der Einhörner. Und wenn man spirituell sehr begabt ist, dann kann man erreichen, dass man ein Einhorn direkt channelt, das heißt, es spricht dann aus dem Kosmos direkt durch mich. Also da drin ist in erster Linie Alkohol. Das ist richtig, ja. Das heißt, wenn einer total nach Schnaps riecht, ist er vielleicht einfach wahnsinnig mit Einhornenergie aufgeladen? Das kommt vor, ja. Ich habe mir ja früher auch immer Sorgen gemacht, wenn ich so die Obdachlosen im Park liegen gesehen habe, auf der Parkbank im Winter, wenn sie so mit den Zähnen klappern. Heute weiß ich, das ist eigentlich nur gechanneltes Hufgeklapper von den Einhörnern. Also, kein Problem. Ne? Bin aber eh trotzdem nicht ganz sicher, ob wir da jetzt wirklich Werbung machen sollten dafür. So. Naja, man müsste sich mal anschauen, wie das hergestellt wird. Ist das mit einem kosmischen Tierschutzgedanken überhaupt vereinbar? Ich weiß nicht, ob die Einhörner das in harter Arbeit ausschwitzen müssen oder ob sie ausgepresst werden. Ja. Na, es bräuchte einen glutenfreien Bio-Einhornspray aus Freilandhaltung. Mm. Na, habe ich aber nicht. Mm. Jo. Kannst du eigentlich Klavier spielen? Ich? Nein. Kannst du ein Einhorn channeln, das Klavier spielen kann? Einfach gar nicht wohl, ich halte es kaum noch aus. Mein Horoskop sagt, Schuld ist der Saturn im dritten Haus. Mein Arzt sagt, ich bin kerngesund und lebe noch 100 Jahre. Doch heute schon, wenn ich ehrlich bin, sehn ich mich nach der Bahre. Hab ich in letzter Zeit mein ganzes Lebens-Chi verbraucht? Hab ich am Ende beim Yoga meine Aura mir verstaucht? Hab ich mein Chakra falsch gepolt, geht's deshalb mir so schlecht? Wenn Chakren mal verbogen sind, wer biegt sie dann zurecht? Ich denke lange nach und komme schließlich zum Entschluss.
dass ich an meinem Leben etwas drastisch ändern muss. Und für 100 Euro hier und 300-400 Euro dort billig ich Kurse, kaufe Bücher und ich glaube jedes Wort. Im Esoterikladen ist die Auswahl ungeheuer und wirken wird's ganz sicher, denn sonst wär's ja nicht so teuer. Weil ich oft nachts nicht schlafen kann, wo's Wasseradern gibt, bestelle ich einen Pendler, der das Bett mir dann verschiebt. Zur Sicherheit frage ich noch einen zweiten so ein Glück, denn der schiebt mir das Bett an seinen Ausgangspunkt zurück. In meiner ganzen Wohnung bleibt kein Ort von vorn bis hinten, wo nicht irgendwelche Pendler eine Wasserader finden. Vielleicht sollte ich verreisen zu einem trockenen Sandplaneten, doch die Pendler finden Wasseradern selbst in Mondraketen. Für 100 Euro hier und 300-400 Euro dort belege ich Kurse, kaufe Bücher und ich glaube jedes Wort. Im Esoterikladen ist die Auswahl ungeheuer und wirken wird's ganz sicher, denn sonst wär's ja nicht so teuer. Mit Räucherstäbchen hole ich Energie ins ganze Haus, nur leider hält mein Vogel drin im Käfig das nicht aus. Die Räuchernebelschwaden hat er nicht so recht gutiert, nun ist er tot, doch energetisch ist er schwingungsoptimiert. Nur ich fühl mich auch jetzt nicht wohl, bin immer müde und matt. Da hilft kein Quantenamulett, ich hab das Zeug jetzt satt. Der ganze Dreck, da hilft mir nichts, ich fühle mich betrogen. Der einzige Effekt, ich hab mein Konto überzogen. Drum wechsle ich die Seiten, mach jetzt Geld mit dem Theater. Als ganzheitlicher Quantenheilungs-Lebensglücksberater. Und für 1000 Euro hier und 3000-4000 Euro dort halte ich jetzt Kurse, schreibe Bücher und ihr glaubt mir jedes Wort. Ha. Statt der Quittung gibt's ein Küsschen, denn so spare ich noch die Steuer. Und wirken wird's ganz sicher, denn sonst wär ich nicht so teuer. Braucht ihr einen Wunderheiler, schreite ich zur Tat. Bin jederzeit gern da für euch, weiß immer einen Rat. Ich liebe euch, drum heil ich Geist und Körper ganz und gar. Nehm Mastercard und Visa, doch am liebsten hab ich's bar. Martin Mora, Florian Eigner. Florian Eigner. Martin Mora.